Im letzten Part von City Skylines haben wir erfolgreich eine Straßenbahn etabliert, beziehungsweise die erste Linie. Hier fährt sie herum. Sie sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen, und cruist hier so ein bisschen rum, auch wenn das in so einem kleinen Dorf vielleicht so ein bisschen unrealistisch ist. Aber was wir auf jeden Fall machen wollen, ist jetzt hier die leicht angestiegene Nachfrage nach Wohngebiet zu stillen. Das Problem ist halt hier das Industriegebiet. Weiß ich gar nicht, habe ich einen. Habe ich. Ah, ich habe diese Mod dafür nicht. Ich wollte hier gerade so einen Zaun durchziehen. Ich habe die Mod aber nicht installiert. Aber die Nachfrage ist gerade ein bisschen hochgegangen. Ich weiß nicht, ob das hier so eine schlaue Idee ist, da überhaupt Wohngebiet hinzumachen. Wir machen hier mal an diese Straßenseite welches. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Aber ich will hier hinten ungern eigentlich. Sehr ungern, du. So. Ansonsten haben wir hier Gesundheit. Nee, haben wir gar nicht. Bam. Haben wir Feuerwehr? Nein. Haben wir Polizei? Jetzt schon. Okay. Ansonsten, Straßenbahnlinie ist da. Da kann man sich normalerweise eher weniger beschweren. Wird die auch gut? Die wird auch gut genutzt, oder? Kann das sein? Null pro Woche. Ah, ne, 20 pro Woche. Ja. Das geht noch höher. Die sehen schon cool aus, ne? Weil die Farbe ist nicht ganz so schön. Ich glaube, ich will die Farbe noch mal ändern. Eher so in so ein Blau, oder? Ändert sich die Farbe jetzt noch von den Fahrzeugen? Nee, ne? Okay. Die Nachfrage, sie ist halt. Wir brauchen hier nach früher oder später sowieso eine Grundschule. Kann ich die auch schon mal reinplacen? Ja, wir könnten noch mal eine andere verwenden. Es gibt ja noch diese anderen Schulen. Öffentliche Bibliothek. Die öffentliche Bibliothek ist eine kulturelle Einrichtung, in der Bücher, Filme, Zeitungen, Dokumente und viele andere Medien aufbewahrt werden. All diese Medien können nun von sämtlichen Bürgern der Stadt entliehen werden. Die Bibliothek verleiht einen kleinen Bonus auf die Bildung im Radius des Gebäudes. Wie groß ist denn? Ah, okay. Wie viel kostet die? 20k? Ah, ist klar. Ist hier eine Haltestelle irgendwo? Da ist eine Stelle. Na, dann können die da auch gut hinlatschen. Man baut die direkt mal zur Grundschule. Dann können die Grundschulkinder auch. Oh, shit. Auch schön schlauer werden. So, wir brauchen nämlich neue Windräder. Habe ich glatt gemerkt. So. Das müsste den Strom wieder ins Grüne boosten. Oder auch nicht. Nee. Na gut, da muss ich hier noch mal ganz kurz weitere Straßen bauen. So, der Strom ist wieder im grünen Bereich. Dafür habe ich jetzt fast kein Geld mehr. Aber der Windpark sieht auf jeden Fall irgendwie ganz cool aus. Oh, die Leute rufen irgendwie nach Müll. Was ist mit dem Müll los? Der kommt doch hier aber hin, ne? Aber ich sehe jetzt hier auch gerade keine Müllwegen. Hallo? Wo sind die Mülldeponie? Da. Da sind die ganzen Müllwegen. Guck mal. Da sind sie. Die stehen aber nicht im Stau. So einen großen Stau haben wir hier noch nicht, zum Glück. Okay. Und hier ist ein bisschen was entstanden. Und was, oh Gott, was ist mit euch denn los? Nicht genügend Arbeiter. Und da. Oh Gott. Oh. Das ist gerade schlecht, weil ich kann da gerade keine. Mama, gib mir mal Speed. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Ah, da ist Feuerwehr. Los, ihr schafft es. Jungs hier. Hier, hallo? Hier, da brennt. Ja, komm her. Ich geh einfach. Ach du Sch. Ach du Scheiße. Ich habe ein Thumbnail. Ach du Kacke. Alles brennt. Ja, was soll ich tun, außer jetzt, wir haben plötzlich Geld bekommen? Ah, du kostest 60.000. Warum ist denn hier diese Abdeckung so kacke? Komm, machen wir da noch eine rein. Vielleicht könnt ihr euch dabei helfen. Ja, kann ich jetzt nicht viel.
Kann ich jetzt nicht viel machen, außer zugucken. Also der Brand des Jahrhunderts. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Und die bauen da munter weiter. Ja, die brauchen halt Arbeit, aber es ist grad, gibt gerade nicht so eine hohe Nachfrage nach Gewerben. Die graden alle ab. Da gab es gerade den Mega-Waldbrand. Und das war eine Straße, ups. Da gab es gerade den Mega-Brand und die erstmal so, ja, ist gut fürs Geschäft. Die Konkurrenz ist ein bisschen ausgestorben, ne? Oh, ausgestorben, alle verbrannt. So. Wollen wir es wagen? Wollen wir hier eine Querstraße reinbauen für die Müllmänner? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Wir werden das mal beobachten. Weil ich glaube, das wird ziemlich abused werden. Aber vielleicht kommen dann die Müllmänner besser zu den Leuten hier hin. Könnte theoretisch sein. So. Wohngebiet. Es gibt ein bisschen Nachfrage. Es gibt sogar ein bisschen mehr Nachfrage, als ich zunächst gedacht hatte. Wir machen mal kurz die Stromleitung hier weg. Ja, ich weiß. Jetzt fangen wieder alle an rumzuheulen. Nö, gib mir... Warte mal. Mach doch einfach so. So. Das kann ich nicht machen. Da ist nämlich eine... Kann ich jetzt? Dadurch... Jawohl. Jawohl, Allah. Ist das hier ein Berg? Ja, wir lassen den Berg mal so ein bisschen hügelig. Darf es ja ruhig sein. Bloß nicht zu bergig. Weil das sieht immer so ein bisschen komisch aus, finde ich. Und wenn ich an sich, ich bin im Real Life, bin ich voll der Bergfreund. Ich mag Berge voll eigentlich. Ich finde, die sehen immer so imposant aus. Wenn du so irgendwie an die Alpen denkst, an diese majestätischen Berge und so. Ist schon sehr sick. Oh, wir haben große Nachfrage nach Wohnungen gerade. Das ist tatsächlich ziemlich geil, weil die anderen wollen ja Arbeitskräfte, ne? Dann knallen wir da mal ein dickes Wohngebiet rein. So, das habe ich ja angeteasert beim letzten Mal, ne? Ich hatte ja gehofft, dass sich die Nachfrage wieder erhöht. Und das sieht erstmal schon mal ganz gut aus. Ich frage mich nur, wir brauchen glaube ich 7500 Einwohner sogar. Was? Die Einrichtung ist voll? Oh mein Gott, nein. Wann kriegen wir denn diese Sachen hier? Ah, bei 7500. Oh, ich will jetzt halt nicht noch so ein Ding da bauen. Aber ich muss, weil sonst wird der Müll nicht mehr abgeholt. Ach, kack, fuck. Wir lernen das Ding, dann kommen die weg. Ja, weil, guck mal, hier geht's schon los. Und die Leute verlassen alle dieses Industriegebiet, weil sie keine Arbeiter haben. Ach Leute, die Arbeiter kommen noch gerade, Mann. Die müssen halt noch zur Schule. Frag mich halt, wie realistisch das ist, ob die auch wirklich mehrere Jahre zur Schule gehen, die Leute. Weil ich meine, hier unten läuft ja ein Timer ab, ne? Oder wie das ist. Ja, ist ja. Müll ist ja okay. Müll kommt. Wollen wir mal das Budget erhöhen für Müll? Vielleicht wird das eine ganz gute Idee. Mal auf 120. Ja, 123. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt jetzt, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Friedhof benötigt. What? Oh, shit. Friedhof. Friedhof. So. Zwei Friedhof. Krematorium haben wir noch nicht, ne? Wo ist das nochmal? Hier. Nee, auch bei 16.000 erst. Alter. Manche Sachen braucht man halt wirklich. Und das hier kann ich mir nicht länger ansehen. Das kann ich mir hier nicht länger... Das ist nicht mehr okay. Machen wir sie vierspurig. Ich weiß nicht, ob das groß was bringt. Meine Hoffnung ist, dass es was bringt. Ansonsten versuche ich mal ein bisschen was mit dem Traffic Manager. Und zwar, ihr fahrt darüber. Es ist ein bisschen dumm, dass das keine Einbahnstraße ist, ne? Das wäre halt viel smarter. Tatsächlich. Das wäre halt einfach. Huch. Willst du mich das mal greifen da? Das wäre halt einfach viel, viel smarter. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwas gebracht hat. Ich denke nicht. Man kann mit diesen, dass sie mit den Dingern halt angeben,
wo die Leute langfahren dürfen, weil die zum Beispiel. Das bringt halt nicht viel an der Stelle, ne? Das sollte halt eigentlich keine Einbahnstraße sein, das ist halt komplett Kacke. Es sollte eine Einbahnstraße werden, das wollte ich sagen. Es sollte eigentlich. Warum fährt da ein Bus lang? Ist da eine Buslinie? Hä? Bus, was machst du? Bus, wo? Hier ist. Deine Linie ist da hinten. What the heck? Macht der Bus das auch? Warte mal. Hä, ist der lost? Wohin fährt denn dieser? Da ist auch ein Schulbus. Ist der Bus komplett lost? Warte mal, ich will den mal beobachten. Warte mal. Wohin fährt er jetzt? Wohin fährt er jetzt? Wieder zurück zum Kreisel und dann? Weiter auf seiner Linie. Hä? Alles klar. Wir müssen das hier fixen. Das hier ist tatsächlich ziemlich kritisch, aber ich kriege hier halt gerade keine Straße rein. Was ist denn mit? Wieso kommen denn die Müllmänner nicht? 17% voll. Fast alle Fahrzeuge in Verwendung. Alter. Bruder, warum? Ach, ich hasse sowas. Ich meine, dafür wird die Stadt wohl nicht kaputt gehen, aber ich verstehe jetzt halt gerade nicht, warum die nicht einfach alle losziehen und losfahren und geilen Mist machen da. Warum die jetzt so ewig da irgendwie rumbumsen und nicht den Müll abholen? Das ist das, was ich erfahren möchte. Ich will das wissen, bitte. So. Lass mal hier noch so ein kleines Gewerbegebiet einrichten. So. Wir haben gerade Nachfrage. Ja, und ohne Spaß. Ja, jetzt verlassen da überall schon. Oh nein. Oh nein. Alter, was ist das für eine Katastrophenfolge? Aber 100.000 Euro, ne? Okay. Knall das Kack-PGO. Das kann auch wirklich sein, dass die jetzt gerade nicht. Dass gerade nicht genug Müllwagen kommen. Recyclingzentrum. Das kann doch gerade nicht dein fucking Ernst sein. Warum wir jetzt noch so ein Recyclingzentrum hin? Los. Guck mal, die haben dann sogar grüne Dinger hinten dran und die normalen haben grau. Weil die sind nicht recyceln, die bringen das nur zum Verbrennen. Ja, hier werden gleich Leute das Haus verlassen. Was soll ich aber auch tun gerade, ne? Straßenbahn fahren könnte man machen. Alter. Ich hasse das. Und mal das Forstgebiet irgendwie, das hat doch neulich neue Sachen bekommen. Oder nicht? Haben wir jetzt eine Papiermühle? Bio-Pellet-Fabrik. Oh, die produzieren Papier. Okay. Die produzieren Papier. Ja, dann her damit, Alter. Was braucht ihr? Rohmaterialien. Ja, gut. Also jetzt noch wieder neue Plantagen oder wie sieht's aus? Rohholzprodukte. Okay. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für ein neues kleines Baumsetzlingfeld. Ist das cool? Ah, das sieht mega cool aus. Alla, und die produzieren jetzt. Da latschen irgendwelche Leute mit Kettensägen herum. Kettensägen. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist nicht mehr. Das kann doch nicht. Okay. Ich hab gerade Angst um diese Stadt, ne? Dementsprechend. Kack auf alles. Ich weiß, es ist nicht schlau, aber ich habe das Gefühl, die Müllwege sind nicht vollständig, sind nicht schnell genug. Los. Fahrt und holt die Scheiße ab. Danach reiße ich den Mist später wieder weg. Weil dadurch, dass sie mir jetzt nicht die Stadt kaputt machen, dadurch, dass die Müllwegen einfach immer nur so komisch fahren. Weil es liegt ja jetzt nicht an irgendeinem Stau oder so, dass die da nicht durchkommen. Und ja, das hier wird ziemlich abused. Diese kleine Strecke hier wird von super vielen Leuten verwendet. Weshalb es jetzt hier
ultra voll ist. Hey, wir sind eine große Kleinstadt geworden. Wir können ein IT-Cluster bauen. Können wir dann auch schon. Oh, wir können das Wohngebiet bauen. Und ganz viel anderen lustigen Kram. U-Bahn. Okay. Ich möchte gerne eigentlich dieses Problem hier in den Griff kriegen. Diese Kacke hier. Darum kümmern wir uns aber beim nächsten Mal, im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann machen wir dort endlich mal reinen Tisch. Bis dann.